Was geht ab, der Zeus hier? Willkommen zu Minecraft Killed Zeo. Warum bin ich unsichtbar? Egal. Leute, wir haben letztens einen kleinen Talk gehabt, was wir in Season 2 verbessern wollen. Das heißt, Season 1 wird nicht mehr allzu lange gehen. Deswegen geht nochmal auf den Server, Leute, und rastet aus. Eventuell, bis die Folge hier online ist, ist sowieso... Ist die Folge sowieso schon, ich sag jetzt mal... ist Season 2 eh schon da. Mal gucken, weil es dauert immer ein bisschen. Ist sehr verzögert immer, das Hochladen auf YouTube. So. Was macht denn der Bro hier? Wir haben noch Tag. Hallo. Er trifft mich gar nicht. Bin ich gerade unbesiegbar? Habe ich ein Schwert oder so? Spitzhacke habe ich. Voll ein Kombo rausgehauen. Parkour bei Chris Trepezio. Okay. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Wir gehen mal kurz. Wow! Was hat ein Chris gebaut hier? Ja, ja. Wolke hier am Start, ne? Augustinerflagge immer noch am Start. Wir laufen mal ganz kurz hier rüber zu Chris Katzentempel. Du hast sowas in ein paar Tagen gebaut? Wie macht man sowas? Ich könnte es nicht. Okay. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, bei Killed Zeo geht es darum, dass ich auf keine Falle reinfalle. Deswegen sollten wir uns ganz langsam bewegen. Lea, Luki. Lea und Luke sind ja Star Wars, ne? Das ist doch 100 pro eine Falle. Lavawand? Was ist das? Glas? Und drunter brennt alles. Ich laufe mal hier oben lang. Okay. Hi Zeo, ich habe hier ein kleines Quiz vorbereitet. 10 Fragen, die dein Minecraft-Wissen unter Beweis stellt. Ja, super, was für ein Wissen über Minecraft habe ich denn? Wenn du 3 Fragen falsch beantwortest, stirbst du. Am Ende gibt's die Auflösung. Boah, wie stark ist das denn? Aua. Okay, welcher Mob wurde in der Version 1.17 hinzugefügt? Ich habe keine verfickte Ahnung. Axel... Was? Axelot... Till? Ein Axolotl wirkt? Nein. Ozelot? Nein. Tintenfisch? Vielleicht? Picklin? Obwohl, Tintenfisch hast du schon immer gefühlt. Picklin? Ich mach mal Picklin. Was ist richtig oder falsch? Okay. Welcher Spieler hat dich bis jetzt am öftersten umgebracht? Der Chris. Oh, wie viele Chunks besitzt eine Safe Zone? Was ist ein Chunk nochmal? Das war nicht eins im Block, ne? Ein Chunk war irgendwie mehr. Boah, ich weiß es echt nicht. Mach mal eins. Oh. Wie heißt Karinas Micro-Account? Artemis 2000? Artemis 132? Artemis Love? Miss Artemis? Oh. Wann sterbe ich? Das ist ja voll krass programmiert. Welcher dieser Blöcke existiert nicht in Minecraft? Schwarzes Eichenholz? Gibt es. Bruchsteinknopf? Bruchsteinknopf? Vielleicht. Purpursäule? Oh, scheiße. Quarz... Ich glaube, ich nehme sogar wirklich den Bruchsteinknopf. Okay. Wie viel HP hat ein Ender... Ach, das weiß ich doch nicht! Was ist denn... Wie viel HP hat ein normaler Mensch überhaupt? Man hat doch nur Herze. 650 klingt so random, kann's doch sein. Welcher Mob tanzt zur Musik? Hund, nein. Strider? Papagei? Katze? Was ist ein Strider? Mit welchem macht man ein Schaf zu einem Regenbogenschaf? Ach, es gibt so einen Cheat, glaube ich, gell? Auch, ob es auch umdrehen kann. Yep. Dinnerbone. Toast. Johnny. Wie denkt man sich diese Antworten überhaupt aus? Mein Gott, keine Ahnung. Jeb. Welcher dieser Mobs ist am kleinsten? Zombie ist ganz schön klein. Enderman ist größer. Skelett ist ungefähr gleich groß wie ein Zombie. Creeper. Ach, scheiße, wer ist vom Gefühl her? Welcher Effekt gibt dir der große Wächter vom Meerestempel?
Was für ein Wächter? Was für ein Meerestempel? Für Giffel klingt logisch. Langsamkeit klingt nicht so logisch. Atmung klingt... Ein Wächter? Abbau, Lähmung. Unter Wasser ist auch echt gemein. Ich mach mal Vergiftung? Nee, wohl, ich mach Langsamkeit. Und? Oh, wie cool ist das gemacht? Wie baut man sowas? Das ist ja mega. Okay, okay. Ja, mein Gott. Ich hab mich doch gerettet. Ganz, 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 ganz liebe Grüße gehen raus an Chris. Das ist ja wirklich das Stärkste und Geilste, was ich je gesehen habe. Genau sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ganz kurz über die nächste Season, was wir beredet haben, will ich euch mal ein bisschen einweihen. An dem Projekt, ich muss sagen, es hat echt viel Spaß gemacht. Es gab hier wirklich super, super viele coole Dinge. Also mir gefällt es auch voll, wie das Dorf hier immer und immer größer wurde. Wie ihr euch selbst damit beteiligt habt, so kleine Grüße da gelassen habt. Also eben solche Sachen mir gebaut habt. Müssen wir auch hier drüber nochmal rüberlaufen. Auch das hier, sowas ist auch voll geil. Das finde ich auch super, super nice. Hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ein Problem, was ich hatte, ist, es sollte mehr in Richtung Kilt-CO gehen. Deswegen sollte der Ansporn für euch da sein, noch mehr mich zu töten. Und es geht nur folgendermaßen, indem ihr wiederum halt eine Bevorzugung bekommt oder was geschenkt bekommt und so. Und da war meine Idee erst einmal sowas wie eine Rangliste, dass man das einsehen kann, so wer wie mich wie oft umgebracht hat und dass da ja eben schon mal so ein kleiner Wettlauf stattfindet. Und dann eben, dass man, dass die Welt, also für mich vor allem, muss auch da sein, dass ich mich nicht so gern umbringe. Weil mittlerweile bin ich so, ich laufe fast sogar gerne in Fallen rein. Ich will sterben und das soll eben nicht der Sinn sein. Ich will, dass ich mich mehr aufrege, dass ich wütend bin, wenn ich sterbe, mich über mich selbst ärgere und dass ich eben in Fallen vor allem sehr vorsichtig bin. Deswegen war meine Idee, dass der Survival-Faktor eben mehr Sinn für mich macht und deswegen soll die nächste Welt wirklich für mich sein. Also ihr könnt hier nichts reinbauen und so, außer einen Bereich. Da könnt ihr eben sehr wohl bauen und gerne auch wieder sowas aufbauen, hier so ein schönes, aber da darf ich nicht reingehen, beziehungsweise wenn ich reingehen darf, darf ich da draußen nichts mitnehmen. Also ich darf nicht eure Kisten leeren und rausgehen, das ist verboten. Ich muss in meiner Welt wirklich mir Zeug selber zusammenfarmen, Rüstungen, ich muss mir Essen zusammenfarmen, ich habe keinen Shop, wo ich einkaufen kann, dass ich wirklich überleben muss und wenn ich sterbe, verliere ich halt alles. Und meine Aufgabe ist es dann, Dungeons zu bestreiten, sowas wie das hier, sowas war auch ein Dungeon auf irgendeine Weise, wo auch gerne Monster drin sein können, dass wenn ich mir Rüstung oder Waffen craft, dass ich eben drin auch gegen Sachen kämpfen kann und die Dungeons werden eben gebaut von Mods oder halt eben wird eine eigene Welt geben, wo man Dungeons eben zur Verfügung stellen kann, so Leute, das wäre mein Dungeon, ich biete den mal an, dann können die Mods den rein copy-pasten in die Welt, wo ich diesen Dungeon eben machen muss und eben Leute, die viele Fallen gebaut haben, die sehr clever waren und so, die sich auch community-mäßig gut eingebracht haben, die nett und freundlich rüberkamen bei den Mods, werden eben auserwählt, hey, bau du gerne mal einen Dungeon für einen CEO, dann wird es eben reingebaut, dann kann ich jede Folge mich an einen Dungeon versuchen und eben ihr könnt die Welt voll pflastern mit Fallen. Also da kommt, ja, ich kann Dungeons bauen, können viele, also es wird schon sehr interessant, aber da kommt noch viel mehr, also gibt es auch ein Infovideo gegeben dazu und mal schauen, wie am Ende das Ganze umgesetzt wird, aber wird schon sehr interessant, mal schauen, bin sehr gespannt, das haben wir mal besprochen, wie es am Ende dann wirklich wird, was sich umsetzen lässt und was nicht, wird sich noch zeigen natürlich, aber das war so, was wir besprochen haben, ja genau. Okay, jetzt schauen wir ganz kurz noch, bevor ich weitermache mit Dekos und so weiter. Wir haben ja hier einen Schlitt gesehen mit CO hier lang. Ich laufe mal hier lang. CO hier lang. Ich laufe mal da lang. Hier lang. Ich gehe hier lang. Du hast es geschafft. Turm von Elias. Einer ist gut, einer ist schlecht. Viel Glück. Ich nehme immer links, weil rechts nehmen ist nicht gut. Soll ja angeblich 50-50 sein. Aber in meinem Leben nicht. Okay, jetzt nochmal. Hä? Das ist ja der größte Beschiss, den ich je gesehen habe. Elias? Kacke hier. So, Parcours bei Chris Treppe. Ach so, das soll echt ein Parcours sein. Okay, laufe ich nochmal hin. Ah, Parcours der Fallen von, gebaut von der Eiger
Der eingerostete. Wir schauen mal rein. Wir haben hier ganz viel Zeug. Oh, wie geil. Wie hoch kann man das bauen? Geht es unendlich hoch? Maximalhöhe bis Baulimit. Oida. Es regnet. Brauchst du nicht mehr, oder? Eingerostete, ich hoffe es. Hab genug davon. Okay, super. Wäre jetzt auch schon zu spät. So, und wir haben hier Bücher. Parcours der Fallen. Hallo CEO und willkommen zum Parcours der Fallen 2.0. Ich hoffe, er wird dir Spaß machen und du wirst oft sterben. Viel Glück. Der Eingerostete. Noch eine kleine Info. Wir werden einfach beginnen und je weiter du voranschreitest, desto schwerer wird es. Ich spring drüber. Ich werde besser anfallen. Ich werde echt besser. So ist nicht. Stimmt, eigentlich müsste ich so ach dazu schreiben. Ich bin aber schon besser geworden. So ist nicht. So, jetzt nochmal. Mann, ist voll nervig, warum hat er das da hingebaut? Jetzt, da komm. So, jetzt schauen wir weiter. Da war ein Schalter. Ich wollte ihn drücken, aber ich hab ihn nicht erwischt. Ach, perfekt. Ich hab noch ein paar. Runden. Okay, wo ist der Knopf? Da drüben ist der Knopf. Ne, da drüben ist der Knopf. Ich hab ihn nicht gedrückt! Was? So. Das zählt, okay, das ist okay. Sonst hätte ich nur 1000 Jahre gedauert. Gut gemacht, weiter so. Ja, zu Recht auch. Und schön viele Tode, bitte. Okay. Oh. Nur Rennen geht auch, glaub auch, gell? Eingerostet, kannst du mir das mal vormachen? Ich bin grad voll skeptisch so. Aha, auch runtergefallen. Schon auf. Geil! Es geht gar nicht, oder was? Du kannst mich mal ganz ehrlich. Ah! Bau deine eigene Kacke, gar keine Lust mehr hier. Okay, 2 für doppelten Spaß. Welcher Weg ist richtig? Das war schon kaputt. Jetzt check ich das erst. Ah, da war die Falle schon aktiviert. Das ist ja blöd gelaufen. Ah, lol. Das haben wir doch schon gesehen. Ich dachte, dass da ein anderer Weg dann irgendwie, man läuft unten lang oder irgendwie so ein Zeug. Wollen wir beides anschauen. Aber ach, egal. Ich war wieder ein bisschen lost an der Stelle. Wie löst man das aus? Ich kapier's immer noch nicht ganz. Vor allem, dass das gar nicht mehr sich auflöst. Also ich sehe auch keinen Faden in der Luft, weil die sind eigentlich sehr, sehr offensichtlich immer. Oh. Das ist ein komisches Rätsel. Gar krass, die Druckplatten zählen. Die werden aktiviert, wenn man
drüber steht? Egal, egal, egal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du mich auch. Gut gemacht, CEO. Du hast es. Das hast du gut gemacht. Ich hoffe, du hast durch den Parcours gelernt, dass Fallen alle Formen haben können. Und du gelernt hast, besser zu werden beim Fallen erkennen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und keine Frustration beim Spielen. Du mich auch. Für dich, CEO, bitte behalten. Cool. Ja klar, nehme ich mit. Für dich, bitte Toll, jetzt mit ganz weg zurücklaufen, oder was? Wo hau ich jetzt den Creeper-Kopf hin? Das ist ja meine Errungenschaft hier. Ich kann die ja nie ins Bett schmeißen, oder? Dann mache ich eins da und eins da. Hübsch. Alter, wir haben schon 15 Minuten vertrödelt. Ich wollte doch ein bisschen mein Haus einrichten. Eigentlich könnte ich mir mit so einem Eisenblock mal Rüstung bauen, oder? Man kann doch durch Eisenblock wieder aufcraften, oder nicht? Ja, 54, sehr schön. Hose, Helm, Schuhe und Brustpanzer war so? Nein, ich bin gerade voll lost, ich weiß es nicht mehr. Wo muss das weg für Brust nochmal? Ah doch, hä, ich hab gerade vorhin gemacht. Dann habe ich mal voll Eisenrüstung, kann nicht schaden, eventuell mal. Und ich könnte mir eigentlich noch ein Schwert craften. So. Und kann man sich nicht aus Holz noch ein Schild machen? Wie ging ein Schild nochmal? Das war ganz random. Muss hier jeweils ein... Nein. Hier, ne? Ah, okay. Oh, das ist ja lol. Ein Schild bitte. Oh, gibt's so viel Kuchen. Ich könnte einen Kuchen eigentlich mal irgendwo anrichten. Habe ich noch ein halbes? Dann richte ich mir oben Essen an. Das Leben ist so scheiße. Oder soll ich... Gott, hier drauf kann ich einen Kuchen nicht setzen, ne? Das ist eine Druckplatte. Shit. Nein, der Kuchen ist weg. Ja komm, ich mache ihn zum Spaß hier draußen hin. Ich verliebe mich gerade, ob ich... Weil ich habe immer Angst, dass ich irgendwann zweit laufe und hier runterfalle. Vielleicht soll ich da noch so ein Geländer hinbauen. Okay. Quatsch. Quatsch. Lecker! Ah, das geht jetzt wieder nicht. Ich weiß nicht. Ich mach nochmal alles weg. Hallo. So. Scheiß drauf. Alles gut. Alles gut. Dann mache ich hier noch schnell eine Laterne noch hin. Und zwar eine da. Sieht besser aus. Und eine hier. Wo soll ich eine unten hinhängen? Ist, glaube ich, cooler, oder? Okay, ich bin zufrieden mit meiner kleinen Hütte. Find die süß. Find die sehr süß. Ist es nicht unbedingt das schönste Haus der Welt? Vor allem, wenn ich meinen Shader ausmache und mein Texturpack auf normal ändere, sieht es hässlich sogar aus. Aber es ist, ich finde es so ganz schön eigentlich. Okay, ein paar Minuten hätte ich noch. Aber ich glaube, ich bringe es jetzt zum Ende. Es war eine sehr kurze Folge. War es echt eine Stunde jetzt? Ich habe eine Stunde aufgenommen. Das ist echt krass. Leute, Dankeschön für Hashtag KillCEO. Mal gucken, wie viel Folgen es noch geben wird hiervon, bevor die nächste Season beginnt. Ich bin sehr gespannt. Wird fleißig dran gearbeitet, aber es kann natürlich noch ein bisschen dauern. Was das programmiert man natürlich nicht in wenigen Tagen. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, juhu!